Okay, The Big Creek, ja. Da ich aber geschwächt bin, ungewertet. Was machen wir? 3 plus 2 oder 5 plus 0? Ich weiß es nicht. Wo habe ich mehr Chancen, Chat? Ist egal. 3 plus 2. Okay. Das ist übrigens die offizielle Zeit, Leute, in Blitzen. WMs, also FIDE-Bedenkzeit. Tschüss, Lady in Black, mach's gut. Das ist die FIDE-Bedenkzeit. An Markus, hast du schon so etwas wie eine unsterbliche. Ich habe dich herausgefordert übrigens. Ah, ich habe den. Ungewertet, 3 plus 2. Du weißt, geht gleich los. Wir spielen zwei Partien. Italienisch Match, hm? Fliegen die Varianten. Wieso machst du das so schnell? Weil ich das schon ein paar Mal gespielt habe. Aber ist das nicht schlecht? Man nimmt nicht raus, glaube ich. Musst dir da ein bisschen verunsichern, ne? Jetzt nimmst doch. Wie? Hast du nicht Wie? gerade gesagt, man nimmt nicht raus? Nee, man nimmt eigentlich auf F. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß die Analyse nicht mehr. Nee, ich meinte nicht auf FG4 nicht nehmen. Ah, die Frage, ne? Ja, jetzt kannst du die Frage beantworten. Was sind deine Ambitionen eigentlich? Momentan einmal die Partie. Nee, nix, nix, nix. Jetzt kannst du schön die Frage von Roland beantworten. Ambitionen Markus. Hier. In schöner Schrift. Ambition Markus hatte ich aufgeschrieben. Hab's aber wieder vergessen. So, warte mal, was für ein kurz muss ich da überlegen, wie ich da rauskomme aus dem, was ich mir da eingebrockt habe. Du willst den nehmen, aber okay. Soll ich den haben, oder? Was meinst du? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja, macht du nichts. Marcus. Ist das notwendig, dass ich da. Na, überlege, ob ich läuft mal G4 nehme, aber ich nehme ihn, glaube ich, oder? Ja, dann. Mach doch, mach doch, mach doch. Dame B3. Mach doch. Komm. Sollen wir ängstlich spielen? Aber. Ängstlich ist nie gut, aber trotzdem ängstlich. Ah, der deckt ihn. Und bist aber Ich decke ihn nett. einfach. Fertig. Ja, okay. Und jetzt hast du einen Sauf Königslüge. Leute, ich bin heiß. Ich bin zwar geimpft, aber ich bin heiß. Ja, mach Druck, mach Druck. Ich mach Druck. Richtig Druck. Ich habe noch nie gegen Markus gewonnen. Nur zwei Turnierpartien bisher verkackt. Ja, und die schaut jetzt ein bisschen gefährlich aus und ich bin Das? furchtbar langsam. Was ist da los? Warum habe ich ungewertet gemacht? So gut habe ich noch nie gestanden gegen diesen Mann. Es wird sich hoffentlich auch wieder ändern. Warum machst du den? Okay. Mit der E5 deckt, der Springer auf C6 ist entfesselt. Okay. Und Läufer G5 könnt ihr auch machen, vielleicht sogar H5. Pah, so viele Ideen mit Anzug. Unbeeindruckt. Ja, was soll ich denn machen? Also, so große Wahl hätte. Aha, guck meine an hier. Frech, richtig frech. Ja, den H5, den kriegt er. Was soll ich machen? Oh, H3 hängt auch. Ja, H3 weiß ich nicht. Das heißt, H3 weiß nicht. Warum weiß H3 nicht? Glaubst du, die Pawn nicht nehmen? Er nimmt einfach. So einfach ist Schach, Freunde. Muss da immer ein bisschen
Momentum dann mitnehmen. Momentum. Ja, du hast gesagt, K3 warst nicht, also. Scheiße, jetzt habe ich. Jetzt hängt ja A5. Da muss doch was geben hier, Chat. Was für ein Scheiß. Der geht. Kein blassen Schimmer. Ich habe den gesehen und ich dachte mir, komm, mache ich mal. Vielleicht macht ein bisschen Spaß haben hier, ne? Schach. Sagt er. Lustig. Traumpartie hier. Lustig. Was ist hier los? Eine Traumpartie? Der? Ja, muss man. Never. Never ever. Ich glaub's eh nicht. Was? Achso, du kannst lang ruhig leider. Hat das schaut furchtbar aus. Schnell weg. Aber das Problem ist, du hast auch hier Angriff. So ist es nicht. Ja, aber Boah, Traumpartie, Freunde! komm. Scheiße. Oh, jetzt kann ich ihn aber decken hier. Das ist wichtig. Leute, das ist total gewonnen für mich. Ich darf nur nicht nervös werden. Nein! Nein, was mache ich denn? Scheiße. Oh, Panik. Das war's, glaube Dame holen. Yes! Wow, Alter! Ehre, ja. Oh, da habe ich dann Geil! total den Faden verloren, ne? Was will? Das war eine schöne Partie. Ja, und so sagst du, ja. Habe zum ersten Mal den Supergroßmeister geschlagen. Magnus Raga. Warum habe ich auf ungewertet gemacht, ich Angsthase? Ja, mal gucken, ob das jetzt korrekt war alles. Na, irgendwo haben wir eine Figur eingestellt, das habe ich gesehen. Aber zeig mal, das Springer E4, dass das funktioniert hat, das war ja unglaublich. Der Computer sagt sogar, dass das. Ach nee, Moment. Nee, nee, da waren schon Fehler bei. Gucken wir mal in der Eröffnung. Das ist übrigens eine Variante, Leute, die Markus mal hat. Da hast du mal einen Artikel zugemacht zu der Variante Ja, für genau. Neo und Chess. Ich kenne das auch. Ich habe das auch analysiert, auch ziemlich tief. Ich lasse das im Blitzen gerne zu mit diesem G4 und Springer E4. So hat übrigens in der Stammpartie Robert Rabiga gegen Rapport gespielt. Genau, ja. Das war ja die Partie, mit der, warum ich eigentlich auf den Artikel gekommen bin, war irgendwie eine coole Partie. Und Robert Rabiger hat gewonnen, ja. Ich glaube ja. Und der Witz ist, das ist alles gut hier für mich, ne? Der Läufer E7, H3 steht besser nach der Eröffnung. Ja, Läufer E7 war schlecht. D5 sofort, aber D5 sofort, irgendwie. ja. Und D5 sofort. Okay, aber jetzt habe ich. Wenn du Ja. Läufer E2 machen musst.
Na, ich hätte eigentlich Läufer B5 gemacht. Ich weiß nicht, warum der Computer nach E2 Vielleicht ist zurück Läufer G4 stärker. Ich habe einen Läufer will. B5, vor dem Angst gehabt, aber wahrscheinlich ist das der Grund, ja. Ach, klar. Weil sonst sehe ich keinen Unterschied, ja. Übrigens, Leute, er kann hier nicht nehmen wegen Läufer F7. Das ist ja der Trick, ne? König F7, Dame G4. Okay, gucken wir Allen uns mal die Wasser Partie gewaschen, an, ob ne? das ging. Ich stehe hier wirklich fett. Na, C4 Da. sofort. Ja. Da ist es irgendwo gekippt. Ja, hier statt. Oh. Springer D5 habe ich überlegt hier. Aber du, ich dachte, du kannst davon nehmen. Oh. Ah, Läufer C4. Oh, Uff. okay. Oh. Okay. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Ich hatte nur GH3 berechnet und Dame H5 und dann. Aber jetzt hängt B5 ab, also nicht. Achso, und Stimmt. B5 hängt nicht, dann geht man sowieso Blackout. Ich Okay, habe aber irgendwie das. gedacht, B5 hängt in vielen Stellungen. Okay, das hatte ich gar nicht gesehen, Leute. Man hätte auf D5, okay. Und jetzt habe ich hier reingeklatscht. Warum habe ich nicht mit der Dame genommen? Ist eine gute Frage. Chat, ich habe damit die 5 überhaupt nicht gesehen. Boah, wie bitter. Hey, Springer D5 war natürlich eine Überraschung, ja? Das gibt's doch nicht. Ich habe nur an Läufer D5 gerechnet und Springer E4 und dann stehe ich halt total Wow. auf Gewinn. Und er hat einfach Dame D5. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Oh nein. Voll die Schachblindheit hier, ist ja Quatsch. Boah, ich habe Kopfschmerzen. Ja, hier stehe ich schlecht jetzt, ne? Ich hätte nach Läufer. Also, wir haben einiges übersehen, ist aber typisch für Blitzen, Ja, Leute. okay, und die Partie ist ja so, dass von Anfang an mit G5 und dann gibst du den Bauern, da ist klar, da wird es mehr Fehler geben einfach. Und da hast du um die 7 gehabt, schau. Oder? Jetzt. Hier, ach oh Gott, wie schlecht. Ja, in Zeiten und sieht man vieles nicht, ne? Ich habe 23 Sekunden und sehe das Schlagzüge, ne? Kandidatenzüge. Übrigens, wo wir bei Kandidatenzügen gerade sind. Glaubst du, dass Kandidatenzüge eine gute Form sind, Varianten zu berechnen? Na, kommt darauf an, was man mit Kandidatenzügen macht, ja. Ja. Also wenn so irgendwie dieser Standard wäre quasi eine Denke wie ein Großmeister oder so von Kotow, wo das mit den Kandidatenzügen erklärt wird. Ich meine, das funktioniert nicht, ja. Ich kenne niemanden, der so rechnet, so strukturiert und dann diese Variantenbäume und irgendwas. Aber es ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man mehr Züge sieht, ja. Also es kann oft ein Grund sein, warum es nicht besser läuft, weil man einfach zu oft bei der ersten Idee, die man hat, hängen bleibt, ja, in einer normalen Partie und sich auf die dann versteift.